Depressionen sind für die meisten Menschen sehr schwer nachzuvollziehen. Kannst du die Erkrankung und die Situation der Betroffenen etwas ausführlicher erklären? Ja, natürlich ist das ganz schwer nachzuvollziehen für Menschen, die keine eigenen Erfahrungen mit Depressionen gemacht haben. Und ich kann das hier auch jetzt nicht irgendwie so schnell und vollumfassend beantworten. Insbesondere, weil jede Depression einzigartig ist und sich Depressionen auch je nach Phase und Schweregrad sehr unterschiedlich darstellen können. Deshalb, das möchte ich vorweg schicken, erwähne ich jetzt einfach mal einiges, was dazu gehören kann, ohne das jetzt genauer auszudifferenzieren. Also ich nenne einfach alle Dinge, egal ob um wen es sich handelt oder wie lange er schon krank ist und so weiter. Bei Depressionen handelt es sich um eine echte und eine sehr gefährliche, häufig tödlich verlaufende Volkserkrankung, die ganz viele Menschen betrifft. Und es handelt sich nicht um eine Charakterschwäche. Depression ist die Folge eines großen Mangels an psychischer Widerstandskraft. Weshalb im Übrigen umgekehrt das Training der Resilienz eine sinnvolle Therapiemaßnahme ist. Meines Erachtens ist eine Depression vielleicht in allererster Linie eine gegen sich selbst gerichtete Aggression, ähnlich wie eine Autoimmunerkrankung. Depression ist ein vor allen Dingen sehr, sehr großer Dauerstress. Die Krankheit kann jeden treffen und sie kann wie aus dem Nichts kommen. Und sie hat brutale Kraft. Und sie kann dich jederzeit komplett niederstrecken. Man kann eine Depression im Übrigen auch nicht so ignorieren, wie das mit den meisten körperlichen Erkrankungen möglich ist, weil nun mal der Geist betroffen ist, weil ja alles subjektiv ist und subjektiv direkt erlebt und wahrgenommen wird. Wenn du Depression hast, dann bist du mental dauerhaft angespannt, extrem gestresst, heillos überfordert und gleichzeitig eben auch massiv erschöpft. Deshalb hilft ja auch Urlaub nicht. Es ist ungeheuer anstrengend, eine Depression zu haben, auch wenn man gar nichts tut. Und der Körper reagiert entsprechend mit. Die Depressionen können sich in allen Organen somatisieren. Man kann Ticks entwickeln oder gewichtigere weitere mentale Störungen und Krankheitsbilder. Vor allem wird es auch mit dem Schlafen ganz, ganz schwierig. Es ist insgesamt ein ziemlich fürchterlicher Zustand, eine Art dunkler Tunnel, alles im Nebel, alles kalt, das Leben wird ganz stumpf, wie durch eine Milchglasscheibe. Du fühlst dich wie halb blind, halb taub, halb stumm, hoffnungslos. Sehr verletzlich ist man und irgendwann kann man sich auch überhaupt nicht mehr abgrenzen. Und gleichzeitig schämt man sich. Versucht es also zu verbergen und Masken zu tragen, was aber natürlich umso anstrengender ist. Deshalb ist ja auch umgekehrt das Akzeptieren der Erkrankung und das Sprechen über die Erkrankung, darüber, wie es mir wirklich geht, auch so hilfreich. Ja, niemand geht jedenfalls so hart mit dir ins Gericht wie du selbst. Der innere Kritiker ist laut und man macht sich selbst schlimme, nicht enden wollende Schuldvorwürfe. Man ist getrennt von sich selbst, hilflos wie ohnmächtig und hat ewig diese schwarze Brille auf. Und so ergeben sich mehr und mehr richtig üble gedankliche Abwärtsspiralen, aus denen man irgendwann nicht mehr herauskommt. Man kann sich auch irgendwann an überhaupt nichts mehr freuen oder zu gar nichts motivieren. Und man kriegt darüber keine Kontrolle mehr. Die Gefühle sind sehr turbulent, rasche Stimmungsschwankungen gehören dazu. Da gibt es Wut, es gibt Traurigkeit, es gibt Rückzug und Isolation in die vermeintlichen Komfortzonen. Es gibt vor allem Ängste, die das lähmste Gefühl überhaupt sind. Und irgendwann fühlst du unter Umständen sogar gar nichts mehr, wenn du ganz schwere Depressionen hast.
Ein Mensch mit Depressionen ist vor allem antriebsschwach und seine gedanklichen Bewertungen sind extrem unangemessen. Er grübelt und grübelt und grübelt und er fühlt sich in der Regel alleingelassen, alleine und unverstanden und kommt sich vor wie ein riesengroßer Versager. Man kann sich nicht mehr konzentrieren, das Gedächtnis wird schlechter und irgendwann verweigert man vielleicht auch Hilfe von außen. Man hat da vielleicht schon einiges versucht, was aber irgendwie nichts gebracht zu haben scheint und sich dann auch irgendwann aufgegeben. Alles verliert an Wert, vor allem an Selbstwert. Alles wird sinnlos, das geht hin bis zur totalen Selbstverneinung, zum Selbsthass und irgendwann stellt man dann logischerweise auch die eigene Existenz in Frage.